Also ihr werdet keine Fotos mit diesen gelben Haaren sehen. Keine Sorge, ich bleib nicht Trump. Ja, du hast ja noch, du blondierst dich dann einfach, oder was? Genau, es braucht länger, weil ich habe halt so mega dunkle Haare und ich muss mich öfter, also. Ich habe tatsächlich nie meine Haare gefärbt, die sind einfach naturweiß. Du hast auch nur einen Mund. Ja, was brauche ich noch? Nix. Das finde ich gerade voll, ist schon fast rassistisch, dass du was gegen Leute hast, die nur einen Mund haben. Übel rassistisch, ich hasse das. Ja, furchtbar. Also hallo, was soll das? Vor allem, du weißt schon, dass Anime so ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass die halt große Augen haben. Da bist du jetzt ein bisschen falsch. Ja, aber ich darf doch trotzdem ein Anime sein. Nein, hast du nicht, du musst Japaner sein. Nein, aber jetzt bist du voll rassistisch, weil ich bin kein Japaner und ich habe keine großen Augen oder generell Augen. Ja, du darfst, erstens kannst du nicht mal Anime gucken. Du darfst auch keine Manga zeichnen, weil du bist... Ja, ohne Augen ist Gucken sowieso ein bisschen schwierig. Ja, aber du bist Deutsch, du darfst keine Manga, du machst Mangos, okay? Ah ja, stimmt. Das war, aber du sagst es jetzt so, aber ich glaube, die Leute aus dem Chat, die wissen das gar nicht so, was den Begriff Mango, oder? Das nervt mich immer, diese ganzen dummen Diskussionen. Ich habe jetzt in der Uni hatte ich auch einen Vortrag über Anime und so, dass es einfach so ätzend ist, wie die Fans bei Animes. Die sind immer so viel radikaler. Ja, so Purists meinst du? Aber so, die sind so hart dabei und die haben keine Ahnung, was abgeht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Disney-Stil hatte, würde niemand sagen, so voll Disney, voll westlich oder so. Genau, genau. Es ist halt ein Stil. Und warum machst du Comics nach? Genau, oder wenn du halt jetzt Manga machst, weil es halt dieser Stil ist, ist das so, du machst keinen Manga. Manga kommt aus Japan. Hä, wenn ich jetzt Comics mache, ist das dann auch kein Comic, sondern ein Cartoon. Nee, aber das ist ja ein super Punkt, den du gerade aufgreifst. Wenn du einen Manga machst, sagen Leute, das ist kein Manga, weil er kommt nicht aus Japan. Wenn du einen Comic machst, ist alles okay, aber Comic kommt doch aus Amerika. Ich kann auch einen Comic machen, ohne aus Amerika zu sein. Haben sich jetzt alle Leute erhängt, die dann Radiant mitbekommen haben, was dann in Japan übersetzt wurde? Was machen die? Ja, genau. Auch immer mein Go-To-Beispiel, Radiant oder Radiant oder wie auch immer, kommt ja aus Frankreich und ist dann in Japan animiert worden. Oder zum Beispiel, du kennst ja Dr. Stone. Der Zeichner ist aus Korea. Ja, was soll das denn? Soll schön in sein Land zurück. Was soll das? Oder ich... Ich arbeite ja auch gerade mit denen zusammen. Was fällt mir überhaupt ein? Und hier, der Essie hat's gesagt, wir machen Trickfilm. Wir dürfen nicht mal Cartoons machen. Genau, genau. Und so, das hat ja nichts mit uns zu tun. Das ist ja unglaublich. Was fällt mir überhaupt ein, da hinzugehen? Ja, und Japaner machen auch keinen Trickfilm. Die machen Anime, das ist was ganz anderes. Denn Anime ist ja kein Trickfilm. Ey, das Beste ist, ich war ja dort und ich habe gesagt, hey, mein Kollege und ich, wir machen jetzt ein Anime. Ja. Weißt du, was die gesagt haben? Cool. Ja. Was sollen die denn sagen? Für die ist das ja Animation. Was auch richtig, ja, die sagen auch zu SpongeBob-Anime, ne? Ja, ey, wenn die, das wäre voll witzig gewesen, wenn der jemand gekommen wäre. Was? Hallo, nein, du bist Deutscher, ihr macht Cartoons. Hey, wie wagst du dich, Anime in den Mund zu nehmen? Du Muggel. Du Sterblicher! Ja, Mann, wir sind die richtigen Magier. Die wissen das nicht mal und die wissen nicht, dass es eine Armee im Ausland gibt, Weeaboos, die hart davon überzeugt ist, dass du das aber nicht machen darfst. Ja. Yeah. Und die haben die ja nicht gefragt. Das ist wie wenn ich ganze Zeit deine Fans trashen würde. So, ich habe dich nicht gefragt, aber ich würde denen die ganze Zeit irgendwas von dir behaupten. So, hallo, ihr dürft das nicht machen? So, es gibt nur den einzig wahren weißhaarigen ohne Augentyp auf der ganzen Welt. So, und dir ist es egal, aber ich sag das. So, das ist total. Ja, also du legst Regeln für mich fest, die ich überhaupt nicht selber gesetzt habe. Das ist auch das Geile, wenn du dann diesen Leuten so sagst, so, ja, was ist denn mit Dr. Stone? So, der Typ kommt gar nicht aus, der kommt gar nicht aus Japan, der kommt irgendwie aus Korea oder so. So ja, dann kommt die Antwort. Aber der ist aus Asien. Der ist aus Asien und du nicht. Ja, aber ich finde, es ist halt schade, weil wir sind ja irgendwie, sitzen wir alle im gleichen Boot. Genau. Wir feiern doch die gleiche Sache, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, stell dir mal eine WM vor, die so denken würde. Ey, furchtbar. Das ist ein europäischer Sport, was machen Japaner überhaupt hier?
verpisst euch mal. Allein, das ist so engstirnig. Wir feiern doch alle dieselbe Sache. Wieso immer dieses Rumgemoser? Es wird immer rumgemosert. Ich verstehe nicht, wieso. So, das ist doch cool. Es sind, wie gesagt, voll viele sehen das ja auch gut. Also zum Beispiel jetzt auch Dark Victory, der hat es ja auch, der fand es ja auch geil, so dass man in Deutschland sagt, hey, das ist schon längst überfällig. Und ich weiß nicht, also Leute in der Branche finden das zum Beispiel nice. Und es gibt dann voll viele, die nehmen das unter die Lupe, von denen ich mich frage, so, wieso nimmst du das unter die Lupe? So, verstehe ich. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Du kennst Ghost of Tsushima? Ja, das Spiel, ne? Ja, genau. Da gab es voll viel, da gab es auch so einen kleinen Uproar hier im Westen, wo so, ja, wie können es westliche Publisher wagen, japanische Geschichte zu behandeln, so, überlass das den Leuten, die Geschichte geschrieben haben, überlass das den Japanern. Und die Japaner alle so, ey, so cooles Spiel, hey, gefällt mir. Als ob die Developer nicht selber die Geschichte nachlesen. Ja, eben, und so, nein, genau, das darf nur ein Japaner erzählen, weil die Japaner haben diese Geschichte. So, du kannst du auch ein Video über den Zweiten Weltkrieg machen, nicht als Leute als Deutsche, die beschweren sich nicht. Ja, es ist doch auch Bums. Das muss doch. Guck, ey, Disney macht doch auch über jedes Lampenfilm. Genau. Moana, aber Japan nicht. Aber Japan nicht, weil Japan ist. Ja, warum? Doch klar, stimmt, es war ein Mix Baymax. Baymax ist eine Mischung aus Japan und San Francisco. Stimmt, aber ich hab mich immer gefragt, warum ich das so ein bisschen an Anime in erinnert, Baymax. Ja, ist 50% scheiße. Geht gar nicht. Also, knallhart. Absoluter Bullshit. Ihr müsst jetzt entscheiden, welche von diesen 50%. Ja, es ist witzig, es ist geil. Ich könnte mich so voll lange über sowas unterhalten. Geht mir aber auch so, aber ich muss jetzt echt was essen, ey. Ey, nein, ich erzähl dir jetzt mal über ganz tolle Speisen, die ich in Japan gegessen habe. Ja, bitte, leg los, dann habe ich noch mehr Hunger. Ja, hast du eine Stunde Zeit? Nein. Ja, ich glaube, ich mache jetzt auch für heute Schluss. Ich weiß gar nicht, was draußen abgeht. Und ich glaube, es gibt sowieso bald Essen. Vielleicht lese ich mal kurz noch die Kommentare durch und dann gehe ich auch offline. Ja, also so oder so, ne, hat mich gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank nochmal, dass du beim Podcast mitgemacht hast, ne? Ja, klar, gerne. Ja. Ich würde auch gerne so... Weil ich habe ja jetzt die ganze Zeit aufgenommen. So, ich habe auch danach noch Recording online gehabt. Was? Nein, ich mach nur Quatsch. Nee, also, dann, dass ich dir danach vielleicht mal, weil ich habe ja so einen, ich habe ja einen Zweitkanal, wo ich dann vielleicht so, auch für den Podcast so als Promo so ein paar Schnipsel hochlade. Ich schick dir vorher, dass du die absegnest, so, und dann, ja, dass ich dort vielleicht nochmal ein paar Sachen hochlade. Ich finde gerade so, das Gerede so über das Thema, was darf man auf YouTube und was nicht, finde ich ganz cool. Aber das schreibe ich dir nochmal später an. Ja, finde ich nicht in Ordnung, weil ich mache das jetzt alles online und ich sehe es nicht ein, dass Leute, wenn ich was online mache, das irgendwie benutzen. Okay, sehr gut. Ja, nee, wenn du Sachen online stellst, dann sind die auch privat, nicht öffentlich oder so. Ganz schlimm, ne? Ja. Also ich finde es, manchmal finde ich das voll übergriffig, wenn mich so Leute totstalken und dann irgendwie meine YouTube-Sachen finden, dann denke ich mir so, hey, aber ich meine, ich mache das online, was erwarte ich? So, weißt du, ich meine, manchmal finde ich das trotzdem irgendwie doof, weil ich mache das halt so für Leute, die das auch interessiert. Früher, ich weiß nicht, du weißt es halt auch, glaube ich, noch, ich habe das ja in meinem Umfeld, wusste das niemand, dass ich YouTube mache. Weiß ich, weil ich habe es aber früher auch niemandem erzählt, tatsächlich. Ja, es war auch super. Ich meine, ich hatte, guck mich mal an, ich war nie in einem Umfeld, das interessiert hat. Klar. Ich war immer irgendwie random irgendwo drin und das war einfach nur mein Hobby und ich habe es halt für mich gemacht. Und ich bin auch voll der schlechte Angeber. Ich kann das nicht, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich halte halt lieber meine Klappe und auch, dass ich das vorhin erzählt habe, da ist es mir immer noch voll unangenehm. Aber ich sage nie, was ich mache irgendwie. Ich kann das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nie wie, wenn ich Leute kennenlerne. Ja, hallo, ich mache YouTube. Hä? Wann sagt man sowas? Ich weiß nicht, das fühlt sich immer so voll. Hallo, mein Name ist Jabo, ich komme aus Ludwigsburg und ich habe 158.000 Abonnenten auf YouTube. Wie geht's dir? Ja, eben, ich finde, das hört sich auch immer so voll ekelhaft an. So. Keine Ahnung. Ja, hallo, ich bin 158.000 schwer. Ich verdiene absolut gar nichts damit, alle meine Abonnenten sind tot, aber ich bin Fame und du bist scheiße. Nee, hab aber, jetzt wo du es sagst, ich habe tatsächlich auch welche, aber bei mir geht Stalking halt ein bisschen arg weiter. Wieso?
So, nach Bildern und so? Nicht nur tatsächlich, deswegen teils. Also es gibt Leute, die waren so versessen darauf zu wissen, wie ich aussehe. Das erzähle ich vielleicht mal in einem Livestream dann irgendwann ausführlich. Aber es gibt Leute, die sind so versessen darauf gewesen, die haben private Accounts von mir rausgesucht und haben dann meine persönlichen Freunde angeschrieben. Echt jetzt? Also ich habe jetzt zum Beispiel Drawing Like a Sir eingegeben, Google, dann ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das 8. ist Gesicht. Ja. Das kann gut sein, dass, wenn man nach mir googelt, ist das 8. Ergebnis oder so Gesicht. Ja, das kann sein. Marcel. Wo bist du? Ich will dein Gesicht heraussehen. Weil du bist ja auch öffentlich auf Messen. Und es könnte auch richtig ekelhaft werden, dass Leute dieses, dein Privatsphäre missbrauchen. Ja, klar. Für mich ist das, ich hätte mich das nie getraut, mit jemandem zu machen. Nie. Ich würde, keine Ahnung, ich habe immer meine Fresse gehalten, wenn ich mir nicht sicher war, ob ich was machen kann oder nicht. Ich musste immer ich bin schon so ein Typ, der die Herdplatte anfassen muss, um zu wissen, was die heiß ist, aber mit mir selber. Ja. Ich kann das mit mir, ich würde nicht jemanden seinen Kopf drauf drücken, um zu wissen, ob es brennt. Sowas meine ich. Also ja, klar, gute Metapher übrigens. Jemand mit dem Kopf auf die Herdplatte. Ich muss das ja selber nicht spüren. Ich bin schon selber so ein Trottel, ich muss mit mir machen, aber ich würde das niemandem antun, wenn ich nicht wüsste, ob es klar geht. Ja, geht mir aber ähnlich so. Ich habe jetzt aber wirklich Hunger, ne? Wir haben jetzt schon wieder nur noch 5 Minuten weitergeredet. Ja, sorry. Okay, verzieh dich. Okay, Entschuldigung. Ja, nee, aber wenn du wieder anfängst, gescheit zu streamen, dann können wir noch mehr aufnehmen. Das hat echt Spaß gemacht. Und wenn meine Haarfarbe wieder zumutbar ist. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch bald. Ich habe heute gar nichts gemacht. Ich habe vom Stream, eigentlich hat man nur meine Fresse gesehen, meine unmöglichen Haare und das, was ich mehr oder weniger gezeichnet habe, das ist einfach nur... Egal, whatever. Okay, ja, dann geh mal, guten Hunger und wir sehen uns, hören uns. Ja, dann sehen wir uns, hören wir uns. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ich hab den schon immer gehasst. Nein. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hätte auch gerne jetzt noch weiter geredet über Thema Stalking und so. Da waren noch ganz interessante Geschichten dabei. Aber hey, wenn es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr mich im nächsten Livestream darauf ansprechen und vielleicht gehe ich auch drauf ein. Ich würde sogar sagen, dass wir morgen streamen, oder? Können wir noch machen. Ich habe noch Urlaub. In Baden-Württemberg ist ja noch Feiertag morgen oder so.